Hi Leute, herzlich willkommen beim Gitarren. Mein Name ist Saad und ja, heute seht ihr mich mal ohne Gitarre. Und zwar hat das folgenden Grund. Viele meiner Schüler fragen mich ja immer, was ist dein Lieblingsgitarrist? Warum ist er dein Lieblingsgitarrist? Und ja, was gibt es denn da für Techniken von den ganzen Leuten? Und ja, meine Schüler sind ja meistens sehr jung mittlerweile. Also von dem her, ja, ich schätze mal, das Durchschnittsalter ist von 7 bis 11, 12. Also sehr jung. Das heißt, man kann diese jungen Menschen auch noch sehr formen und deswegen dachte ich mir, ich mache mal so ein Desart-React-Video auf ja, ein paar Gitarristen, was sie für Techniken benutzen, was es cooles Zeug gibt. Also ich bringe euch mal ein paar Gitarristen, die ich cool finde, näher. Und heute gucken wir uns an, wie es im Titel steht, Sinister Gates. Das ist nicht mein erstes Idol, aber tatsächlich ist es jemand, der mich sehr geprägt hat. Und wir gucken uns gleich mal, ja, 10 Solo-Parts von ihm an und ich werde mal ein bisschen was dazu sagen, was ich davon halte, welche Techniken da sind und was cool ist. Wir fangen mal an. Die Seite verlinke ich euch natürlich unten in den Comments oder besser gesagt in der Info, könnt ihr euch mal reinziehen. So, wir fangen mal an. So, hier geht's noch nicht los. Das ist erstmal das Intro von Emma Havoc TV. Mega cool. So, Top 10 Solo. Schauen wir uns mal an, was das Sinister Gates macht. Also, das erste Buried Alive finde ich ist, also man merkt da schon, ja, Sinister Gates ist einfach krass. Der hat auf jeden Fall eine ultraschnelle Picking-Technik. Also wirklich, er spielt ganz viel. Hier sieht man es zwar weniger, aber er spielt ganz viel im Alternative. Den sieht man viel, aber im Economy Pick, das sieht man dann später noch ein bisschen. Ich habe eine Masterclass mit ihm gesehen, da zeigt er dieses Economy Pick Prinzip, was sehr cool ist dafür. Also so halb Sweeping, halb Alternative Pick. Ja, Sound sehr, ich würde sagen, sehr clean. Man muss ja wirklich sagen, man hört wirklich jede Note, jede Schnelligkeit. Wenn man da so ein bisschen zu viel Delay drauf macht, dann wird man sofort merken, oh, das ist so ein bisschen zu verwaschen. Aber bei ihm hört man wirklich jede verfluchte Note. Also sehr geiles Solo, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Ist nicht mein Number One Favorite von den Solos. Mein Number One Favorite der Solo-Parts ist tatsächlich auch hier der Number One. Gucken wir mal weiter, was es gibt. Ja, man muss sagen, Far Away, Sinister Gates kann auch soft. Und wenn man vielleicht weiß, dass dieser Song geschrieben wurde für The Wrath, der, ich glaube, mit 28 am Herzstillstand gestorben ist, waren ja als mega krasse Freunde. Und als ich dieses, ich habe das Lied gar nicht so wirklich wahrgenommen und dann nochmal geguckt mit der Perspektive, okay, der ist gestorben und das ist für ihn. Und da habe ich echt Gänsehaut bekommen. Also dieses Solo finde ich mega geil. Einfach habe ich auch ein Tutorial darüber gemacht, nur über dieses Solo, weil es mir so unfassbar gefallen hat. Also gerade dieses nicht schnelle, sondern dieses schöne, weiche Sliden. Also man sieht, er beherrscht auch Techniken des Slides. Sehr schön, sehr geil. Was er oft benutzt, ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob es hier ist. Was ich auch sehr geil finde, vielleicht nochmal zu sagen, dass der Typ, der das hier geschnitten hat, diese 10 Solos, Live-Sachen genommen hat und nicht von der Platte. Also man sieht hier wirklich, wie Sinister Gates auch spielt und nicht unbedingt, wie geil ist es ja, produziert im Studio. Ja, wie gesagt, ich wollte noch sagen, auf der Sinister Gates Custom S hat man ja dieses Sustainic-System. Das heißt, wenn man da einen Knopf drückt und noch einen Knopf, dann hält der Ton ewig und man hört so ein Harmonic, also praktisch der. Ja, man hört einfach die Obertöne. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es hier war, aber im Video, glaube ich, ist ganz am Ende sehr geil. Also wirklich einfach gefühlvoll, es macht Spaß, es ist ein geiles Solo, muss man sagen. Okay, kommen wir zu Nummer 6, glaube ich, oder 7. 18.
Ja, Second Heartbeat, einer meiner absolut favorite Songs. Also den ist einer der ersten, die ich gehört habe von Avenged Sevenfold. Solo, da sieht man tatsächlich dieses Economy Pick, wo er praktisch immer wieder runtersweept, dann geht es in eine Art Alternative Pick und dann sweept er wieder hoch. Also mega, das heißt praktisch, dass wenn man drei Noten pro Seite hat, nicht down, up, down, up, down, up in dem, sondern einfach down, up, down, down. Sehr geile Technik, finde ich. Und ja, er beherrscht ihn natürlich meisterhaft. Hier sieht man, dass Sinister Gates gar nicht wirklich diese ganzen, ich sag mal, Steve Vai-Techniken benutzt, wie Legato oder Tapping. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt irgendwie noch ein Tapping-Solo hat. Habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf sozusagen von ihm. Aber man merkt, er pickt unfassbar. Gucken wir uns das nächste Mal an. Ja, auch wieder live. Man merkt, mega geil. Also es ist auch ein Solo, wo ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht entscheiden, was eigentlich mein Favorite ist, weil das Ding ist auch mega. Es ist nicht unfassbar schnell, also kein mega überschnell, aber diese schöne, sag ich mal, klassische Note in dem ganzen Ding ist absolut der Hammer. Auch hier Hail to the King, als ich den zum ersten Mal gehört habe, es war ja der, ich glaube, die Single-Auskopplung von dem Hail to the King Album. Ja, es hat angefangen mit diesem geilen, ja, was sind das? Eigentlich auch alles gepickt mit diesem geilen Intro. Und dann kam dieses Solo, und ich, oh, Gänsehaut einfach nur. Auch hier sieht man keine Legato-Techniken, sondern sehr viel, er sweept sehr viel, er spielt sehr viel dieses Economy und Alternative Pick. Also es ist wirklich alles gepickt, auch wieder sehr klar. Wird nochmal gratuliert von Shadows, dass er das geil gemacht hat. Ja, kann man nicht anders sagen. Ich finde auch die weiße Sinister Gates Gitarre mega geil. Muss ich gleich mal wieder bei eBay Kleinanzeigen gucken, ob man die nochmal schießen kann, irgendwie günstig. Wir gucken weiter. Ja, was soll ich sagen? Auch wieder eins meiner Lieblingssolos. Habe ich selbst gecovert mal. Ich glaube, ich habe ungefähr ein halbes Jahr daran gesessen, damit das wirklich geil klingt. Also, ich konnte es nach, ja, weiß nicht, vielleicht nach einem Monat wirklich gut, aber ich wollte es richtig geil spielen. Also, habe ich wirklich gesessen wie ein Irrer, um wirklich alles so zu spielen. Ja, auch hier, man merkt so ein bisschen vielleicht in den Solo-Parts, dass umso weiter die Musik ging, also praktisch umso älter er wurde, Sinister Gates, umso ruhiger wurde er. Also diese ganzen neuen Solo-Parts, finde ich persönlich, sind nicht mehr so überschnell, aber sie sind einfach gefühlvoller. Man merkt, da ist viel mehr Melodie drin als am Anfang. Am Anfang hat er rumgeprügelt ohne Ende, was auch natürlich sehr cool war. Aber hier ist es auf jeden Fall schon wieder ein bisschen eine andere Art von Sinister Gates. Und natürlich die Gitarre klingt geil, will ich auch nochmal sagen. Seine Custom, ich weiß gar nicht, ob das jetzt die Custom war, aber seine Schecter. Und er spielt, ich weiß nicht, ob hier, aber er spielt ja auch seinen eigenen Amp. Eigens für ihn gebaut, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Unterfirma von Marshall, bin ich mir aber gar nicht sicher. Auch sehr geil, muss ich mal gucken, ob ich ein Profil für den Camper finde, muss ich mal ausprobieren. Weiter geht's. Nummer 5. Ja, hier mit Mike Portnoy noch am Schlagzeug, der erste Drummer praktisch nach The Refs Tod. Auch hier muss man Zacky Vengeance nochmal gratulieren, weil er auch mega geiler Lead-Gitarrist ist. Also man sieht, die spielen ja auch immer wieder so Dual-Sachen, dass sie wirklich zusammen eine Linie spielen, Terzversetzen.
Auch mega cool, also finde ich sehr geil. Und was natürlich bei denen, das ist wirklich, das trifft man wahrscheinlich einmal in 100 Jahren, ein Gitarrist Rechtshänder, einer Linkshänder. Das ist natürlich mega geil, weil es mega cool aussieht, dieses Gespiegelte. Also ich finde immer, wenn zwei Gitarristen zusammenkommen, um ein Solo zu spielen und beide praktisch die Gitarre an derselben Seite haben, sieht das, ja, ist cool, kann man machen, aber das hier nämlich mega, also wenn die eine hier ist und die andere da, absolut der Hammer. Okay, gucken wir mal weiter. Ja, hier hat man leider bei Almost Easy nicht so viel vom Solo gehört. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt bei mir lag, dass es nicht aufgenommen hat auf der rechten Seite oder ob es einfach ja, nicht hörbar ist. Eigentlich auch sehr geil. Wie gesagt, ich finde bei Sinister Gates, bei seinem Spiel sehr geil, dieses Melodische, weil wenn man wirklich die ganzen Songs von Avenged Sevenfold hört, auch die Leadlines, also die er drunter spielt, wenn der Gesang kommt, sind halt mega melodisch und nicht irgendwie reines Akkordgeschredder. Das hat mir auch immer sehr, sehr bei ihm gefallen, hat mich auch sehr geprägt. Also bei meinen eigenen Songs merke ich auch immer wieder, dass ich mich darauf stütze und mir sage, oh cool, macht einfach Spaß, auch sowas mal zu machen. So, Seize the Day. Ja, da sieht man Sinister Gates in seiner ganzen Pracht. Auch hier muss ich sagen, er war für mich eine oder ist für mich noch immer eine Style-Ikone. Gerade bei dem auf dem mit dem Hut, mit den Tattoos sieht natürlich ziemlich cool aus. Dann einfach diese hohe, alles passt einfach. Es wirkt komplett stimmig und authentisch. Also man würde nicht sagen, Sinister Gates so, ja, nee, das passt nicht. Gibt ja mal wieder Gitarristen, ja, bei denen es nicht so passt, die ein bisschen komisch aussehen, werde ich euch auch noch vorstellen. Aber Sinister Gates, da passt einfach dieser Style. Und auch hier, er kann gefühlvoll. Seize the Day war auch einer der Songs, wo die ich gerne gespielt habe, die ich gerne nachgespielt habe. Solo habe ich, glaube ich, gar nicht so wirklich gespielt. Aber ja, ist einfach ziemlich geil. Okay, gucken wir mal weiter. Nummer 2. Ja, hier hat man sehr, sehr geil, finde ich, gesehen. Er spielt schon ein bisschen Tapping. Er hat ja dieses, es ist ja kein richtiges Two-Hand-Tapping, sondern ist ja eher so diese gespielten Noten und dann nochmal mit einem Finger raufgetappt, um einfach die Note nochmal zu halten, die höhere Note. Also tappen kann der Junge auch. Und was sehr geil ist, finde ich, bei diesem Solo, man sieht am Ende nochmal eine sehr, sehr lange Linie mit Zeki wie sie zusammenspielen. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr geile Technik, wenn man denn einen Gitarristen hat, der das auch spielen kann, also der wirklich auch die Linien in dem Tempo spielen kann. Ich habe es meistens bei meinen Sachen alleine gespielt, also wenn irgendwie so eine Linie war, und es waren viele, weil ich ja wirklich sehr geprägt war von Sevenfold, waren viele Linien, die ich dual gespielt habe, nur alleine. Und dann habe ich es meistens entweder mit einem Pitch-Shifter gemacht oder Melody Man oder auch ab und zu habe ich es tatsächlich auch mal geloopt, dass ich irgendwie eine Linie geloopt habe und dann drüber gespielt. Sehr geil. Also wenn man natürlich den zweiten Gitarristen dafür hat, dann ist es umso besser. So, jetzt kommen wir zur Number One, auch meine Number One vom Solo, Leute, die Avenged Sevenfold kennen,
Die werden sich fragen, warte mal, da fehlt doch noch einer. Da fehlt doch der krasseste überhaupt. Und hier kann ich sagen, ich habe noch eine Aufnahme. Ich wollte den Song ja mal covern. Ich habe sogar noch eine Aufnahme, wo ich wirklich das Solo. Ich habe lange daran gesessen und es klingt. Es sind noch ein paar kleine Fehler drin. Aber ich habe es fast 1 zu 1 hinbekommen. Was für scheiße schweres Ding. Also muss ich sagen, viel Spaß bei Afterlife. Ja, also ihr seht, das ist absolut, der prügelt die Gitarre durch. Es ist absolut grandios. Diese Aufnahme war von der LBC Arena. Ich glaube, oder ich bin mir sicher, dass die nochmal nachgearbeitet wurde, weil ich habe die LBC-Aufnahmen gefühlt, ich weiß nicht wie oft, 100 Mal gesehen. Also ich habe mir das Konzert damals rauf und runter angeguckt, die ganze Zeit, immer wieder und von vorne, weil es mich einfach so geflasht hat. Wenn ihr es noch nicht kennt, dann holt euch die DVD, wirklich. Avenged Sevenfold live in oder on LBC. Einfach mega, weil auf YouTube gibt es das zwar auch, aber die Qualität ist nicht so cool. Also holt euch wirklich mal das Ding. Einer der besten und grandiosesten Auftritte, die ich jemals gesehen habe von der Band, weil es wirklich showtechnisch auch alles mega geil war. Vom Styling her absolut perfekt. Am Ende gibt es noch Little Piece of Heaven als sozusagen ja, Zusatz. Lohnt sich. Ja, was ist noch über Sinister Gates zu sagen? Ich habe mir lange gewünscht damals, ich will unbedingt seine Techniken wissen. Ich will wissen, wie er spielt, was er für Scales benutzt und. Und dann gab es immer wieder bei der Lick Library so ein paar, ja, wie kann man sagen, Tutorials, how to play like Sinister Gates. Die fand ich schon sehr cool. Dann hat man natürlich diese Songs nachgespielt. Und jetzt gibt es seit, ich glaube, 2 Monaten die Sinister Gates School. Also wer Lust hat, ich glaube, noch ist sie umsonst. Ich bin jedenfalls umsonst eingetreten. Das heißt, einfach bei Google School of Sin oder Sinister Gates School angucken. Und da könnt ihr von Sinister Gates und Papa Gates, seinem Dad, werde ich alles nochmal unten verlinken. Da könnt ihr lernen, wie er spielt. Und auch ganz viele Licks und total abgefahrene Sachen. Also wie gesagt, für mich einer der grandiosesten Gitarristen überhaupt, der unfassbar vielfältig ist. Gerade in dieser, ja. Metal, Nu Metal, ja, könnte man fast schon Nu Metal Szene sagen. Mega cool, kann ich nur sagen. Kann ich nur jedem empfehlen, mal wirklich reinzuschauen. Auch wer so ein bisschen die Klassiker eher mag, trotzdem lohnt es sich, Sinister Gates mal anzugucken. Was er sehr viel spielt, sind diese Gypsy Scales. Bei der Masterclass hat er auch ein bisschen was davon gezeigt. Auch bei seiner eigenen Schule zeigt er auch ein bisschen was mit der Akustikgitarre, die ganzen Gypsy-Sachen. Sehr cooles Zeug. Also, wie gesagt. Ja, das war's auch von mir. Mein kleines Reaction-Video zu Sinister Gates. Also ich bin absolut begeistert. Noch immer, noch immer. Also wenn ich mir diese ganzen Solo-Parts anhöre, habe ich sofort Lust, die Gitarre zu schnappen und diese Songs nachzuspielen oder einfach Lust zu spielen. Das begeistert mich immer wieder. Wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, gebt mir ein Abo, kommentiert, was ihr cool findet an Sinister Gates, was ihr vielleicht nicht so cool findet an Sinister Gates. Gibt ja sicher auch genug Leute, die sagen, oh, ist nicht so mein Ding. Und ganz wichtig, kommentiert einfach, wen ihr als nächstes haben wollt. Ich gucke mir mal alle an. Vielleicht könnt ihr mir auch ein Video schicken, das ich mir mal angucke. Ich habe zwar im Kopf schon so ein paar Gitarristen, die ich euch noch vorstellen will. Also noch eine ganze Menge. Ich habe ja gefühlt eigentlich fast jeden Gitarristen mal durchprobiert und nachgespielt. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es oder ganz sicher gibt es noch Gitarristen, die ich nicht kenne. Die werde ich dann hier aufnehmen ins Programm. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Stay tuned, Desart.